Jetzt die letzten Novembertage und das erste Adventswochenende werden witterungsmäßig gesehen eigentlich recht unspektakulär. Wenn wir es mal mit dem Wochenende vorher vergleichen, wo wir ja teilweise richtig krachenden Frost in Deutschland hatten und auch in einigen Regionen schon durchaus nennenswerten Schnee. Das haben wir alles jetzt nicht mehr zu erwarten. Die Kälte hat sich nämlich verzogen. Und zwar sehen wir das hier anhand der Temperatur- und Wetterkarte von Europa, an der Tatsache, dass die Kälte jetzt hauptsächlich über Nord- und Osteuropa jetzt liegt. Das hier ist der Zustand zum Wochenende jetzt. Wir sehen hier die blaue Färbung. Das sind die Temperaturen teilweise deutlich unter 0 Grad, stellenweise in Nordeuropa, im Lappland zum Beispiel jetzt auch stellenweise unter minus 20 Grad. Dort herrscht Dauerfrost und gebietsweise liegt da auch schon ziemlich hoher Schnee. Wir in Mittel- und in Westeuropa liegen eigentlich noch so ein bisschen in der milderen Atlantikluft. Und das macht das Ganze, also weil das vom Atlantik her kommt, so ein bisschen wechselhaft mit Nebel, Wolken, Sonne, aber keinen Schnee. Am Samstag zum Beispiel, da geht es los mit örtlichem Nebel, der sich vormittags auflöst. Und dann kriegen wir hauptsächlich in der Südhälfte von Deutschland eigentlich ganz freundliches Wetter mit einer Mixtur aus Sonne und Wolken. Mehr Wolken gibt es dann eigentlich eher im Norden. Im Nordwesten bleiben die harmlos. Im Nordosten entlang der Oder kann es vor allen Dingen am Vormittag noch einzelne Regenspritzer geben. Ansonsten passiert beim Wetter insgesamt eigentlich nicht wenig und auch bei der Temperatur nicht. 4 bis 9 Grad, das sind unsere Standardwerte. Hier im Westen entlang des Rheins oder beispielsweise in NRW können auch 10 bzw. im Ruhrgebiet auch 11 Grad erreicht werden. Am Sonntag selbst kommt ebenfalls vieles zusammen, was typisch endnovemberig ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass es am Vormittag, morgens und vormittags sehr neblig sein kann im Südwesten entlang des Rheins oder am Bodensee. Da halten sich die Nebelschwaden durchaus bis zur Mittagszeit. Ansonsten gibt es eine Zweiteilung beim Wetter. Einmal schönes Wetter, und zwar hauptsächlich im Südosten, Berchtesgadener Land, Niederbayern oder an der Grenze zum Bayerischen Wald und auch im Osten, da wo es am Samstag noch stark bewölkt war. Das sind unsere sonnigen Ecken, da bleibt es freundlich mit einer Mixtur aus Sonne und Wolken. Aber ansonsten in der gesamten Westhälfte, da zieht dann doch starke Bewölkung heran und im Laufe des Tages fängt es an zu regnen. Die Temperatur ähnlich wie am Samstag, Werte zwischen 4 und 9 Grad, das ist unser Standard. Und entlang des Rheins, da wo es vielleicht mal kurzzeitig aufgehen kann, da werden auch 10 Grad erreicht. In der neuen Woche geht es vom Prinzip her genauso weiter. Das schauen wir uns hier wieder an. Noch hält sich die etwas mildere Luft vom Atlantik, aber so langsam setzt sich dann doch auch die kühlere Luft durch. Das ist so eine Mixtur aus einstelligen Temperaturen und vereinzeltem Nachtfrost. Und deswegen besteht die Tendenz, dass im Laufe der nächsten Woche die Temperatur etwas runtergeht. Das darf sie auch schließlich, denn dann haben wir immerhin ja schon Dezember. Ihnen bis dahin allen ein schönes Wochenende.